Hallo Leute, willkommen bei Yara Haut Ab, der Sims 4 Runaway Toddler Challenge. Dies ist Teil 13. Oh, und Yara hat Glück, denn sie hat Hunger und da ist inzwischen was gekocht worden. Das ist doch toll, das fängt doch schon gut an, der Samstag. Super gut. Ja, und in der Zwischenzeit über Nacht waren unheimlich viele Kinder hier, haben gespielt. Und davon sind noch weitere drei über Nacht zum Teenie geworden. Wir haben jetzt hier... Jetzt ist es ziemlich leer geworden. Also hier war richtig die Hölle los über Nacht. Finde ich ja erstaunlich, dass die Kinder in der Nacht kommen zum Spielen. Aber ich meine, jetzt ist immer noch mehr los als, als gestern tagsüber. Ist das jetzt auch ein neuer Teenager? Ja. Ja, lauter neue Teenager. Das ist jetzt ein Erwachsener. Die waren wohl alle Kinder, als das Spiel angefangen hat. Und Yara war da ja noch Kleinkind. Und ja, für die ist halt jetzt die Zeit gekommen, Teenager zu werden. Ja, Max Villarreal. Auch Teenager. Ein Sohn von Jacques. Mit dem könnte sie sich ein bisschen anfreunden, damit sie da nächstes Mal willkommener ist. Red mal mit ihm über dein Lieblingstier und schwärme von dem Essen. Ja, hier ist jetzt noch was zu essen. Inzwischen gibt's jede Menge. Ja. Du könntest vielleicht ihm eine alberne Geschichte erzählen. Und die Billy Young könntest du eigentlich auch mal kennenlernen. Und um Tipps bitten. So, da mache ich doch glatt mal einen Screenshot von. Weil das ist ja eigentlich ganz schön, dass ihr mal ein paar Leute kennenlernt. Ein bisschen schade ist es, dass die ganzen Kinder jetzt zu Teenagern geworden sind. Ich hoffe, es werden Kinder nachgeliefert. Ja, da hast du völlig recht, Max. Frag ihn doch mal nach seinem Tag. Oh, und hier Cassandra Grusel räumt auf. Das finde ich sehr löblich. Ja, irgendwann ist sie dann auch mal satt. Und... Ja, ich denke mal, ich lasse sie dann mal auf die Toilette gehen und Hausaufgaben machen. Dann ist der Teil schon mal erledigt. So, ist sie denn jetzt richtig satt? Naja, fast satt. Aber wenn sie heute am Spätnachmittag wiederkommt, dann findet sie hier ja noch was zu essen. Das sollte sie machen. So. Jetzt mache ich mal ein klein bisschen schneller und ich guck mal, was hier so das Wachstum der Steine macht. Gibt es hier eigentlich welche? Nee. Gab's nicht hier an der Stelle immer welche? Ah, das verwechsel ich mit dieser Stelle. Okay, da gibt es Frösche und was Steine. Das ist doch gut. Ich meine, rein theoretisch könnte ich sie auch mal angeln schicken, aber da ist so ein Tag dann ruckzuck rum und sie hat eigentlich zu viel anderes zu erledigen. So. Ja, das ist jetzt so ein richtiger Teenager-Treffpunkt geworden. Ich glaube, ich sag ihr einfach schon mal, dass sie da die Steine ausgraben soll, wenn sie mit den Hausaufgaben fertig ist. Oh, das ist jetzt der Fall. So, hier Steine ausgraben, graben, Frösche. Ja, ich mach mal Frösche suchen. Vielleicht findet sie da ja einen wertvollen Frosch.
Und ich mache noch mal einen Froschzuchtversuch. Jetzt habe ich zwei wertvolle. Okay, dann such lieber nach dem Spielzeug. Super gut. Und die hier kann ich jetzt auch verkaufen. Dann komm ich beim Züchten gar nicht durcheinander. Super gut. Und dann suche ich für sie noch mehr Steine raus zum Graben. Hier gibt es nämlich so einiges, soweit ich das in Erinnerung habe. Hier gibt es noch einen, den habe ich übersehen. Da rennt sie schon. Und hier gibt es welche. Mal gucken. Gibt es auch überall schöne Pflanzen. Aber das ist schon mal ganz gut. Wenn sie hier ist, dann wachsen die schon mal. Und wenn sie als Teenager wiederkommt, dann sind die gleich schön gewachsen, fertig gewachsen. So, und jetzt gucken wir mal, wie Yara das macht. Eine Libelle. Ja. Ein Void-Kreatur-Booster-Pack. Okay. Die sind, glaube ich, nicht so wertvoll. Aber sie hat hier schon diese Zeitkapseln gefunden. Da kriegt sie dann 150 Simoleons für die beiden. So, warte mal kurz. Da mache ich einen Screenshot von. Denn wahrscheinlich wird das typisch für diesen Tag. So. Okay. Und? Was war's? Noch so eine Kapsel. Okay. Gut, dann werde ich jetzt mal ihr noch mehr in Auftrag geben. Weil die hat sie jetzt hier abgearbeitet. Ich denke mal, wenn sie da so eine Runde gemacht hat, dann hat sie schon ordentlich was verdient für heute. So, nach weggeworfenem Spielzeug suchen. Und hier nochmal graben. Ah, ist schon wieder voll. Und? Du denkst an Motorräder? Da wachsen Zwiebeln. Jawohl. Und gut was gefunden? Meistens, wenn die so mit den Armen zappeln und sich freuen, dann haben sie so eine Kiste gefunden. Okay. Wie fleißig sie da rennt und arbeitet. Dabei braucht sie das jetzt hier eigentlich alles gar nicht, sondern das ist ja erst für die Zukunft, wenn sie dann ein Teenie ist. Dann braucht sie das Geld, um möglichst bald eine Hütte zu haben. So, jetzt kann ich ihr hier die beiden noch in Auftrag geben. Graben und graben. Und war hier nicht noch was? Ja, hier ist noch einer. Oh, und da gibt es jetzt auch was zu essen. Ja. Aber ich glaube, ich schicke sie zurück zu dem Spielplatz. Ich gucke erst mal, ob es da auch noch was zu essen gibt. Ob das noch da ist. So. Ja, das ist noch da. Hält noch 2 Stunden. Und die ist da auch noch 2 Stunden. Ja, dann schicke ich sie gleich mal hierher. Und ich hoffe, das schafft sie dann innerhalb von 2 Stunden. Ah, sie hat ein Spielzeug gefunden. So. Einen Kassensturz machen wir erst, wenn sie fertig ist. So, jetzt ist
18:55 Uhr. Naja, sie schafft das in 10 Minuten, so ein Ding auszugraben. Der Weg dauert, glaube ich, länger. Gut, ich denke, wenn sie hier fertig ist, checke ich nochmal die Haltbarkeit von den Hamburgern. Nicht, dass sie dann da ankommt und dann sind die vergammelt. Und so. Und dann rennt sie wieder zurück und dann ist das auch vergammelt. So, also, gucken. Noch 1 Stunde, 32 Minuten. Ja, das müsste reichen. So, ja, jetzt, da flitzt's aber. Der Hunger beschleunigt das Ganze. Oh. Aha, so rumläufst du? Na ja, Hauptsache du kommst an, gell? Na, da ist doch noch was für dich. Ja, noch 41 Minuten übrig. Das ist gut. Na, das ist doch bisher ein sehr erfolgreicher Tag. Jetzt gucken wir mal. Erstmal züchten wir noch einen Frosch. Super gut. Das geht doch jetzt ganz geschmeidig. Ich glaube, das soll sie mal aufmachen. Die verkaufen wir. So, und diesen komischen Roboter auch. 285. Das ist gut. Das ist wirklich sehr viel besser als die Frösche, die man so finden kann. Also Spielzeug sammeln lohnt sich öfter mal. So, ein gewaltiger Trilobit, der sich nicht so lohnt. Und ein Quarz, der sich auch nicht so lohnt. Aber insgesamt hat sie, ich glaube, etwa 1000 Simoleons verdient heute. Hast du gut gemacht. Jo, und hier jetzt die ganzen Teenager. Wie müde ist sie denn? Oh, hier. Fast alles im, oder alles im grünen Bereich. Nicht vollständig aufgefüllt, aber richtig cool. Wo geht sie jetzt hin? Aha, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Super gut. Na, das ist fast noch besser als das Bild von dem Alien, von dem Schatz sammeln, denn das hatten wir schon mal. Aber dass sie hier so viel Spaß hat, das ist doch prima. Und ein bisschen Leute kennengelernt hat, hat sie heute auch. Jo. Ja, ach, wir lassen sie hier mal eine ganze Runde spielen. Ist ja schließlich Wochenende. Gell. Und dann nehmen wir einfach wieder... Sehr gut. Ich würde sagen, wir nehmen wieder die gleiche Parkbank wie gestern. Oder vielleicht erst noch baden. Dann bist du schön sauber. So. Da schleppt sich jemand. Ich hoffe, die Parkbänke sind nicht belegt. Nee, sieht gut aus. Oh. Ja. Bitten zu reparieren. Da gucken wir mal, ob sie jemand findet, der das repariert. Na. Und hier wird gegrillt oder geputzt. Naja, gegrillt. Sehr gut. Dann kriegt sie vielleicht auch ein Frühstück morgen. Das ist doch toll. Ja, das Leben wird sehr viel besser. So, so. Aha. Jo. Dann beschleunige ich das mal. Das Baden. Das ist praktisch, dass ich bei vielen Gebäuden jetzt immer Badewannen einbaue
für die kleinen Kinder und die sind dann auch sehr praktisch für die Yara. Weil dann findet sie überall was, wo sie sauber wird. Okay, und jetzt gucken wir mal, ob du jemand findest, der das repariert. Jetzt sind sie nämlich anscheinend fast alle weggegangen. So. Ja. Jetzt müsste hier eigentlich so ein Fenster aufgehen. Na, hier ist nur noch Darling da. Mach mal freundlich vorstellen und frag dann nochmal, wo rennst du hin? Ach, die treffen sich jetzt hier da. Okay, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber das können wir ja mal riskieren. Ja, ja, Darling geht jetzt auch noch. Das ist ja merkwürdig. Alle waren sie da und jetzt... Ich glaube, so bringt das nichts. Komm, lassen wir es bleiben. Geh einfach zurück. Und wir fragen dann morgen mal, ob jemand das Puppenhaus repariert. So, dann legst du dich hier hin. Okay. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn in der Nacht hier nicht allzu viel los ist. Ich denke mal, da kann man auch schlecht schlafen, wenn zu viel Betrieb ist. Ja, mach's dir gemütlich. Und dann schläfst du schön. Ganz genau. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.